Hallo, liebe Sisters. Und herzlich willkommen zurück zu A Pleasure Tale Innocence. Und wir müssen den Rosenweg sollen wir finden. Und hoffentlich sind hier nicht zu viele böse Menschen. Können wir jetzt irgendwas aufwerten? Also nur mal das Werkzeug. Naja. Lieber nicht. Okay. Hier was? Verschlossen. Verdammt. Wir haben auch keine Blume mehr im Haar von Holzi, die uns beschützt. Hey, wie viele Wege gibt's denn hier? Oh, es ist riesig. Aber wo sind nur all die Bücher? Ach du Scheiße. Oha, das ist ja richtig riesig. Da, die Banner. Blumen. Ja, das sind Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Wir sind auf dem richtigen Weg. Oh Gott. Wie viele Tage sind wir jetzt schon hier? Hab aufgehört zu zählen. Verdammt. Ich kann hier drin nicht mal sagen, ob Tag oder Nacht ist. Bald ist's vorbei. Vitalis hat einen Jungen hergebracht, um die letzte Tür zu öffnen. Keine Ratten. Jetzt kommt der merkwürdig. Persönlich, um uns zu helfen. Sei froh, dass keine Ratten das ist. Spektakel. Oh, der ist alleine. Alter, man denkt, wie viele Leute wir jetzt schon gekillt haben, ey. Jo, leck mich doch am Zückeli. Wo müssen wir hin? Da oben vielleicht? Das sieht so aus, ne? Alter! Was steht hier so rum? Ah. Komm schon, wir brauchen das Heilmittel für heute. Genug Bücher oder soll ich euch noch mehr beschaffen? Man kann nie genug Bücher haben, wenn man des Lesens mächtig ist. Das ist alles nur heidnisches Zeug. Wer ist das denn? Das Sanguinis Itinera ist ein heiliges Buch. Das darin enthaltene Wissen reicht zurück bis zum Anbeginn der Menschheit. Und dieses Wissen könnte uns alle retten. Sucht weiter und haltet Ausschau nach Büchern mit rotem... Das mit Buch, rotem das Sanguinis Itinera. Ich kann vielleicht nicht lesen. Sie suchen auch danach. Ich muss mich beeilen. Wir brauchen das Legina Cabardina als erstes, liebe Freunde. Das ist doch klar. Ach du Scheiße. Wie soll man das denn machen? Uns vorbeischleichen? So zu atmen. Wird alles gut. Fuck, das wäre jetzt unsere Chance gewesen. Verdammt. Ne, wir müssen nochmal abwarten, liebe Freunde. Heilige Scheiße. Aber es sieht doch aus wie eine Tussi. Oder hat er nur eine komische Kapuze? Der ist echt creepy. So wie Stefan schon einst in die Kommentare geschrieben hat, dass dieser merkwürdige Mönch eine sehr beunruhigende Stimme hat. Das ist doch recht. Wenigstens kommen die. Wow. Das sind die Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, die Rosen. Fuck me. Ich sag's dir, das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Ha, mit rotem Einband, sein Lieblingsgeschmack. Das Buch, wieder so eine brillante Idee des Alchemisten. Ich sag's dir, die
Die Kerle sind mir nicht geheuer. Mir auch nicht. Es gibt Teile der Bastion, da wage ich mich nicht mehr hin. Was sie dort alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. Da sind sie ja. Na los, haut schon ab. Verschwindet. Was ist es? Was? Nicht. Vergiss es! Oh, verdammt! Hallo? Noch ein Trottel, der nicht aufgepasst hat. Alter, was ist denn los? Hey, was war das? Machen wir es halt so, Alter. Wichser. Hier weiter? Ich bin verwirrt, liebe Freunde. Dieses Ding. Ah, sind richtig. Wird es am Ende alles bedecken? Gute Frage. Na los, beweg dich, Schmied. Hier wartet Arbeit auf dich. Vitalis muss echt verzweifelt sein, wenn er sich dazu herablässt, solche Bettler einzufangen. Ein Gefangener. Die Ratten das nur geschafft. Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde? Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Ich dachte, ich habe was gehört. Komm mir gleich wieder. Sei vorsichtig. Ach du Scheiße. Zu sehen. Na gut. Wo müssen wir die jetzt hin, um die Leute? Die Ratten. Lass erstmal gucken, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Achso, wenn ich mich mit dem Kreis drehe, passiert mir da was? Oh, das geht nicht. Okay, warte mal. Die Wachen nebenan. Das wird die Ratten beschäftigen. Ja, aber geht das so weit? Scheiße! Ich habe lange keine Rosen mehr gesehen. Hoffentlich bin ich nicht falsch abgebogen. Fuck. Also das waren jetzt viele Ratten. Die haben jetzt sicher jetzt lecker Hunger. Gib mir Kristalle, gib mir Crystal. Materialien, eine verlängerte Wirkungsdauer. Ja, das machen wir, komm.
Wir müssen uns irgendwie nicht schlecht, weiterbilden. Gar nicht schlecht. Genau, nicht schlecht, gar nicht schlecht. Oha! Ach, die werden ihm Blut geben, dass er weiterlebt. Neuigkeit. Über unseren jungen Ygote Ruhm. Senior Nicholas ist weiterhin auf der Suche. Gibt es nur einen, der uns helfen kann, das Buch zu finden? Der Sohn eines Schmieds. Du hast diese Tür mit deinem Vater gebaut. Jetzt wirst du sie öffnen. Der Zweck dieser Tür ist doch gerade Abschaum wie euch fernzuhalten. Ich bin Großinquisitor Vitalis Benevent. Du hast keine Ahnung, was ich erleiden musste. Sieh, was ich ertrage. Für dich! Das Episongus. Wie heißt du, Junge? Roderick. Roderick soll nicht sein Leben aushauchen, bevor diese Tür geöffnet ist. Begeht nicht denselben Fehler wie bei seinem Vater. Schafft ihn fort! Schnell! Ich darf sie nicht verlieren. Oha! Wenn der Großinquisitor davon redet, deinen Nächsten zu retten, kannst du einfach nicht den Mund halten. Wir müssen Roderick helfen. Hieß nicht der Schmied aus Game of Thrones auch Roderick? Sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Gendrick? Wie lange kann das Episanguist ein bisschen Schach halten? Holy Solange moly. Es ihm sein Glaube erlaubt. Scheiße. Einfach weiter. Er hat also die Tür gebaut. Ja, und er wird sie öffnen. Mit dem Buch und dem kleinen Deruhn kann Vitalis die Beschwörung abschließen. Was zum... Ah, schön gesagt. Bewegung. Jetzt hör mir mal gut zu. Mein Freund und ich haben viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Geh weiter. Das tust du noch so stark, aber glaub mir, wenn wir nur tief genug schneiden... Er geht nicht weiter. Genau wie alle anderen auch. Ich kann es kaum erwarten. Verdammt! Na, was? Moment! Besser! Oh, hier liegt überall Zeug, das muss ich einsammeln. Alkohol! Mach Benny hol! Alter, guck dir den Riesen an. Mein Vater? Kein Wort über meinen Vater. Oh, wirklich? So läuft das Spielchen also. Alter, was ist das für ein Vieh? An die Arbeit! Ihr habt den Boden ruiniert. Oh, schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Wir haben Wochen für dieses Mosaik gebraucht. Dein Mosaik interessiert uns einen Dreck. Öffne die verdammte Tür oder es ergeht dir wie deinem alten Herrn. Wisst ihr, ich werde euch töten, sobald ich mich daran erinnere, wie man diese Tür öffnet. Lass dir nicht so viel Zeit. Scheiße, Freunde. Was ist hinter dieser Tür? Was ist mit dem Schmied? Können wir ihn retten? Und was ist mit diesem riesen Fettsack?
Das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Freunde, Schnitzers, Hurensöhne, wie ihr wollt. Komm schon, Beeilung! Euer Götzke. Tschüss.